Willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Ihr seht hier unseren Auftragsbereich, wo wir alle unsere Aufträge sehen. Und hier seht ihr diesen Hauptauftrag, Sanbakars Prüfung. Da sind wir schon am letzten Punkt, schließt die letzte Prüfung der Hüter ab. Wir sollen ins Denkarium, in die Denkariumkammer von Sanbakar mit Professor Fig aufbrechen. Und das machen wir auch, damit hoffentlich endlich der Winter endet. Und wenn der Winter zu Ende ist, dann werde ich ein paar von diesen Nebenquests mal angehen. Aber dafür möchte ich ganz gerne, dass der Winter endet. Und im Moment sind wir im Raum der Wünsche. Weil ich würde ganz gerne noch meine Kleidung ein bisschen aufmöbeln. Können wir hier durch? Nein. Wo müssen wir lang? Da hinten? Ja. Ich würde noch gerne ein bisschen unsere Kleidung aufmöbeln, bevor wir uns auf die gefährliche Reise begeben. Cooler Schrank. Ich habe übrigens ein paar Utensilien unserer Tierwesen gesammelt. Ja. Und wir müssen auch noch gleich zu den Tierwesen, weil wir müssen noch Tierwesen züchten. Das ist auch eine unserer Aufgaben, dass wir Tierwesen züchten sollen. So, hier können wir nicht verbessern, weil wir das Horn eines Grabhorns brauchen. Wahrscheinlich hier auch, ne? Genau. Ja, wir haben leider noch kein, vollständig verbessert, wir haben leider noch kein Grabhorn, das wir irgendwie züchten könnten. Aber ein Phönix haben wir, deswegen können wir Phönixfedern ernten. Das ist gut. Und was haben wir hier in dieser Maske? Da können wir auch noch verbessern. Das auch noch. Und jetzt wahrscheinlich wieder das Horn des Grabhorns fehlt, ja. Was wir aber machen können, ist, wir können die Eigenschaft verändern. Zerstörung 3, das passt. Was haben wir hier? Protego 3 passt auch. Hier können wir noch was verändern. Gut. Wir sind ja im Moment, inzwischen auf Stufe 3, was die Eigenschaften angeht. Oh, ich krieg schon wieder, mir wird schon wieder schwindelig, weil das irgendwie so komisch ist hier. Gift, Schaden durch die Pflanzen, erhebliche erhöhte Füllrate des alten Magie. Machen wir mal das. Das war hier, ne? Genau, da haben wir schon 3. Und da müssen wir auch noch. Ich schaue jetzt extra mal nicht hin. Boah. So, Imperio-Ziele, erheblich höhere Schaden mit Incendio. Das hört sich gut an. Erheblicher erhöhter Schaden durch alte Magiewurf. Mehr Schaden durch Petrificus Totalus. Nein, das brauchen wir nicht. Crucio benutzen wir nicht. Confringo benutze ich sehr oft. Nehmen wir mal das. Sehr schön. Okay, dann haben wir unsere Kleidung verbessert. Aufgemöbelt, aufgemotzt. Dann gehe ich nochmal zu unseren Tierwesen. Und zwar hier in den Sumpf hinein. Hier, genau. Und da züchten wir nochmal. Da züchten wir. Wir müssen, sollen nämlich züchten. Das ist eine unserer Aufgaben, eine unserer Missionen. Dafür werde ich jetzt aber erstmal diese Brute hier einsammeln. Kann ich die nicht einsammeln? Doch, die kann ich einsammeln, oder? Nee, sowas nicht. So, ich glaube, Professor Howen nie. Genau, die können wir einsammeln und die können wir verkaufen. Genau, die sammle ich mal ein und die verkaufen wir. Und dafür züchten wir nochmal einen Testral. So. Bitteschön. Das dauert jetzt eine halbe Stunde. Also am Ende des Streams sollten wir nochmal hierher kommen und vielleicht nochmal eine weitere Zucht anleiern. Verkaufen tun wir es dann in Hogsmeade. Das machen wir dann am Ende auch, weil wir dann ja auch wieder Kleidung gesammelt haben, die wir sowieso loswerden müssen. Jetzt aber erstmal wieder auf die Weltkarte. Dann schaue ich mal hier runter. Da haben wir auch noch was. Was ist das denn hier? Der Zentaur und der Stein. Aha, und hier haben wir auch noch eine Queste. Katakombe von Feldcroft. Nee. Hallo, ich will auf diese Queste. Avada Kedavra, ja, brauchen wir nicht. Da sind die Dörfer. Ja, da sollen wir hin. Hier ist auch ein gewisses Flugwolfennetzwerk. Hier ist noch ein Dorf. Das sollten wir untersuchen, dieses Dorf. Und schauen, ob wir da nicht vielleicht noch was finden. Da haben wir hier noch eine Höhle. Ein Trollversteck. Trolle sollen wir auch noch besiegen, ja. Und hier haben wir noch einen Ort der alten Macht und eine Merlinsprüfung. Was gibt es hier noch? Da gibt es noch Sammlungstruhen, hier gibt es eine Handbuchseite und hier gibt es noch ein Dorf. Sehr spannend. Also wir werden jetzt erstmal in dieses Dorf hier gehen und dafür begeben wir uns zu diesem Flohpulver-Netzwerkspunkt und von dort aus laufe ich dann ins Dorf rüber. Das müsste in diese Richtung sein, genau. Wird uns schon angezeigt. Hier lang. Ich laufe mal zu Fuß, einfach nur um zu gucken. Nee, ich wollte Revelio. Einfach nur um zu gucken, was da also alles auf uns wartet. Es dudelt eine traurige Weise. So, hier sind doch Tierwesen, oder? Schaut irgendwie so nach Tierwesen aus.
Ja, irgendwas ist da oben auf jeden Fall. Wir müssen nämlich auch noch Tierwesen retten. Knuddelmuffs. Ach ja, warum denn nicht? Die können wir ja verkaufen auch. Die kann man auf jeden Fall leicht sammeln, die Knuddelmuffs. Sammeln wir mal ein paar Knuddelmuffs. Einfach um die auch mal... Um auch diese Queste, die 30 Tierwesen zu sammeln, um auch diese Queste einzulösen, sammeln wir einfach ein paar Knuddelmuffs. Warum schwer, wenn man sich auch ein bisschen einfach machen darf, oder? Beruhige dich, ich tue dir ja nichts. So, dann haben wir wieder mal 3 neue Tierwesen und können uns hier weiter unserem Weg widmen. Da hinten schaut auch sehr interessant aus, dieser Tempel dort. Ich glaube, in diesem Bereich müssen wir auch noch eine Landeplattform finden. Ich gehe mal ganz kurz raus hier. In diesem Bereich, ja. 2x Ballon, 1x Astronomiealtar und 1x Landeplattform. Richtig. Sind wir schon nahe an diesem Dorf? Oder sind wir noch weit weg? Ich weiß es gar nicht. Aber das sind Kühe. Das ist schon mal cool. Das ist schon mal cool. So, Kopf am Herrenhaus haben wir jetzt erreicht. Die Frage ist, wo ist das Dorf? Ich sehe es noch nicht. Ah, da oben sind wieder so Drachen. Das ist ja schon mal cool. Also mit Drachen meine ich jetzt keine echten Drachen, die wir bekämpfen müssen, sondern so Papierdrachen von unserem Kollegen. Wir müssen da irgendwie hoch. Okay. Wir müssen da hoch und hier gibt es auch eine Demiga-Statue und 4 Sammlungstruhen im Dorf. Sehr cool. Dann werde ich mich mal nach links wenden und da mal nach oben schauen. Ein dunkler Straßenköter. Wo bist du, dunkler Straßenköter? Unterbrich einen Angreifenden mit Depulso. Wo ist Depulso nochmal? Das ist, glaube ich, Depulso. Greift uns mal an. Ich möchte gerne Depulso machen. Zu spät. Hallo? Schaffe ich irgendwie nicht. Sehr gut, das haben wir geschafft. Damit haben wir diese Aufgabe gelöst oder erledigt. Den Straßenköter mit Depulso zu unterbrechen. Ist das schön, wenn ein Plan aufgeht, ne? Da links sind auch noch irgendwelche Feinde. Die werden uns auf der Karte zumindest angezeigt. Wahrscheinlich wieder irgendwelche Spinnen, oder? Ja, ja, das sind schon wieder Spinnen. Contringo! Hilf einen Gegner mit Depulso in den anderen. Ja, das ist schwierig. Das werden wir so nicht schaffen. Weil die brennt ja schon. Und die andere ist schon tot. Okay. Das ging so schnell. Hatten wir gar keine Chance, irgendeinen Depulso-Wurf auszuführen. So, da müsste jetzt gleich das Flohnetzwerk auf jeden Fall sein. Da ist es auch schon. Und hier gibt es eine Quest. Eine kleine Quest. Die können wir uns auch schnappen. Warum nicht? Wir sollen ja auch noch Nebenquesten erledigen. Das ist auch noch eine unserer Aufgaben. Und oft sind diese Nebenquesten in den Dörfern nicht so aufwendig. Also die sind relativ gut und schnell durchzuführen. So, da haben wir das geholt. Dann hole ich mir gleich mal die Queste. Ich hoffe, er wurde nicht entführt oder... Hallo, Madame. Ist alles in Ordnung? Ich bin außer mir, seit Rokoko davongelaufen ist. Rokoko? Mein geliebter Niffler. Ach, ein Niffler. Es tut mir leid, dass Ihr Haustier vermisst wird. Danke, das weiß ich zu schätzen. Ich habe ihn seit so vielen Jahren. Er ist ein goldiger Gefährte. Er ist goldig. Neulich bei unserem Morgenspaziergang südlich von hier sind er und ich auf Henriettas Versteck gestoßen. Das kennen wir doch irgendwoher. Henrietta soll eine paranoide Einzelgängerin gewesen sein. Hat überall im Schloss Fallen aufgestellt, um Diebe von ihren Wertsachen fernzuhalten. Mhm. Als wir uns näherten, spiegelte sich in der Morgensonne irgendwas im Fenster und ehe ich mich versah, war Rokoko weg. Ich mache mir solche Sorgen. Aber ich halte lieber Abstand von was auch immer in diesem Haus ist. Ganz zu schweigen von den herumlungernden Erschwinderinnen. Erzählen Sie mir mehr von Henrietta. Warum hatte Henrietta das Bedürfnis, ihr Haus so zu schützen? Henrietta war eine Baroness, die reich heiratete. Mehrere Male. Ihr unermesslicher Reichtum brachte ihr ein Leben voller Argwohn und Vereinsamung ein. Je mehr Reichtümer sie anhäufte, desto mehr fürchtete sie, sie zu verlieren.
Daher auch die schrecklichen Fallen im ganzen Versteck. Nicht mal ihre Familie war willens, sie zu entfernen, um an ihr Vermögen zu kommen. Warum suchen sie ihn nicht selbst? Warum holen sie Rococo nicht selbst zurück? Henriettas Versteck ist an sich schon heimtückisch genug, wenn dann noch diese Erschwinderinnen dazukommen. Ich liebe Rococo, aber mein Leben liebe ich noch mehr. Ich versuche hier Nifla zu finden. Ich halte Ausschau nach Rococo. Oh, das ist wirklich lieb. Rococo. Aber bleiben Sie dem Versteck fern. Das ist viel zu gefährlich. Ja, warten wir mal ab. Wenn ihn doch jemand im Versteck findet, soll derjenige reich belohnt werden. Am besten mit Henriettas Schätzen. Sie hat sicher nichts mehr dagegen. Die Waren brauchen wir mal nicht. Ich sollte jetzt gehen. Vielen Dank. Wir gehen mal weiter und suchen hier weiter diese Kisten. Hier steht ja gleich irgendwie eine. Revelio. Ah, da hinten ist sie. Dieses Versteck klingt interessant. Das sollte ich mir ansehen. Da ist eine Kiste. Und da ist angeblich irgendwie eine. Ist da hier irgendwo noch ein Haus, in dem wir nicht waren? In dem Haus waren wir doch schon, oder? Ja, in dem Haus waren wir schon. Vielleicht hinter dem Haus. Oder dieser Hütte da hinten. Könnte sein, ja. Da sind die Kinder mit den Drachen. Das sind diesmal aber nicht die Maskottchen von Hogwarts. Wahrscheinlich, weil wir nicht mehr in dem Hogwarts-Gebiet sind, sondern ein bisschen südlich davon. Oh, Tagebuchantrag von einem Mitglied der Erschwinderinnen. Es ist jetzt 2 Wochen her, dass Rockwood mich in dieses verfluchte Anwesen verbannt hat, um als Wachposten zu fungieren. Ich glaube, das soll irgendeine Art von Bestrafung sein. Warum sonst sollte er mich beauftragen, nur mit den Toten als Gesellschaft dieses öde Dorf zu bewachen? Seit meiner Ankunft ist es mir nicht gelungen, den Durst zu beseitigen, den Dunst, der in den Räumen dieser zu groß geratenen Hütte liegt. Am schlimmsten ist der Keller. Er ist voller Leichen. Sie waren mindestens ein Jahr lang hier eingeschlossen, aber seltsamerweise sind sie nicht verwest. Wie sie gestorben sind, weiß ich nicht, aber je mehr Zeit ich an diesem Ort verbringe, desto seltsamer fühle ich mich. Verkommenheit schleicht sich in meinen Geist. Mehr als einmal habe ich mit dem Gedanken gespielt, schwarze Magie anzuwenden, um die Körper im Keller zum Leben zu erwecken, um Gesellschaft zu haben oder zu meinem Vergnügen. Vielleicht sollte ich mich jetzt zurückziehen, um darüber nachzudenken, vielleicht bin ich nicht mehr lange alleine. Aha. Wo ist die Truhe? Da. Sehr schön, dann haben wir die auch. Gibt es hier irgendwo einen Keller? Einen versteckten Keller? Das ist ja auch cool eigentlich. Sehr interessant. Gehen wir mal hier lang. Da oben in dem Haus ist noch was. Ein Schloss Stufe 1. Das kriegen wir auf. Das kriegen wir ganz leicht auf. So, okay. Tsching. Na, wo sind deine Geheimnisse? Wo sind deine Schätze? Jetzt ist sie die Nüsse. Sollst du die Nüsse essen? Was hat sie denn jetzt? Gottes Willen. Hör auf, die Nüsse zu essen. Mach die Tasche auf. Gut, ach, hier haben wir was zu trinken. Schnell runterspülen das Zeug. Gut, und raus. Ja, dann haben wir schon mal die Tasche wird immer das noch angezeigt. Sollte ich untersuchen. Einige Schätze gefunden. Da hinten sind auch noch Schätze. In diesem Haus. Hier ist wahrscheinlich der Keller, von dem gesprochen worden ist, oder? Hallo? Bist du tot? Nee. Doch. Was? Hier ist auch ein komischer Dampf, ja. Aber die sind nicht tot. Nee, die sind nicht tot. Da liegen aber ganz viele Zettel rum. Sehr merkwürdig alles. Jetzt aber erstmal die Truhen aufmachen. Da ist eine Truhe. Da hinten sind noch Truhen. Da sind auch noch Truhen. Ganz viele Truhen. Na gut. Ein seltsamer Brief von Lone Ann Harriet. Meine irrsinnige Harriet, schön deinen Brief zu lesen. Ein schöner Brief, so schön. Das Haus ist gerade etwas in Unordnung. Warum bewegen sich die Wände? Die Kinder sehen es auch. Liana und ich haben entschieden, dass es das Beste ist, wenn wir für den Moment alle im Keller bleiben, denn die Eingangshalle ist voll mit Wolken. Sie sagte, sie wolle dir schreiben, aber hat Probleme, den Federkiel gerade zu halten. Habe ich schon erwähnt, wie schön dein Brief war? Wenn ich Archimedes irgendwo finde, dann schicke ich ihn mit diesem Brief zu dir. Es ist ewig her, dass ich die alte Eule gesehen habe. Die große schneeweiße Fledermaus, die uns mit ihrem Gekreische quält, werden wir hingegen einfach nicht los. Seltsam, wo sind meine Schuhe? Ja, das ist wirklich ein komischer Brief. Was haben wir hier noch für einen Brief?
Lieber Lowen, ich hoffe, du bist wohlauf, lieber Bruder. Es war eine Freude, deinen letzten Brief zu lesen und die Neuigkeiten von deiner Familie zu erfahren. Besonders von deiner blitzgescheiten Frau. Lianas neueste Experimente bei der Herstellung von Zaubertränken hören sich in der Tat faszinierend an. Gelinde gesagt, ich habe noch nie gehört, dass jemand flüssiges Quecksilber zur Herstellung von Dauerwolkentränken verwendet. Ich muss aber sagen, dass die Dampfschwaden, die, wie du beschreibst, durch das Haus wabern, mir etwas Sorgen bereiten. Ist Liana sich gewiss, dass ihre Arbeit sicher ist? Ach, was rede ich denn da? Ich war schließlich nie sonderlich gut in Zaubertränke, nicht wahr? Ich vermisse euch alle sehr und freue mich auf unseren gemeinsamen Sommerurlaub am Meer in liebe Harriet. Aha. Ja, also irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Aber wir können hier sonst nichts machen, wie es ausschaut. Hm, hier ist es vernagelt. Kriegen wir das vielleicht zufällig auf? Gehe ich jetzt mal raus und schauen, ob wir von der anderen Seite da irgendwie rankommen. Hier ist auf jeden Fall eine Truhe noch. Da wurden uns auch noch Sachen angezeigt. Die sind aber... Ah, das hier ist zugemauert. Die sind in den, im nächsten Gebäude. Ja, ja. Hier ist wieder so eine Band unterwegs. Ach, Powertränke können wir nicht mehr tragen. Ist okay. Wir sind schon ausgepowert sozusagen. Dann gehen wir mal hier rein. Ist hier wieder zu? Nein, hier ist nicht zu. Du gehörst mir, Demigeist. Ah, hier ist der Demigeist. Sehr gut. Und da wir gerade Nacht haben, können wir ihn auch wunderbar mitnehmen. Aber wo ist er denn? Da ist er. Da bist du ja, Demigeist. Hallo? Es ist doch noch nicht Nacht. Ich glaube, es ist noch nicht Nacht. Gut, dann machen wir es jetzt Nacht. Es ist doch noch nicht Nacht. So, so. Jetzt ist es Nacht. Jetzt ist die Nacht erwacht. Sehr schön. Kurz noch ein paar Snacks. Verwandeln wir uns schon wieder. Hallo, was ist jetzt los? Wir spucken Feuer. Okay. Krass. Irgendwelche Truhen hier noch drinnen? Nein. Also raus, raus, raus. Und dann war's das hier, ne? Ne, da ist doch noch was. Da ist doch noch was. Ist das nicht im Haus? Das müsste doch im Haus sein. Und da oben ist auch noch was. Doch, hier ist eine Truhe noch. Aber wir können keine Powertränke mehr tragen. So, und da oben war noch was angezeigt. Aber ich glaube, das ist die, die wir da schon... Oder? Ist das die? Da ist sie. Nein, da oben ist noch eine. Da ist noch eine Truhe. Okay, mit 44 Goldstücken drin. Sehr gut, dann gehe ich jetzt mal weiter. Diese Truhe da sollten wir uns noch näher anschauen. Warum haben wir denn die noch nicht bekommen? Die steht draußen, oder? Ah, die ist hier ein bisschen versteckt. Hinter diesem Gestrüpp. Sehr schön. Haben wir auch. Und jetzt geht's weiter in dieser Queste. 1000 Schritte sollen wir tun, nach da hinten irgendwie. Aber hier ist ja eine Höhle. Hier ist eine Höhle. Ich habe nämlich auch schon den entsprechenden Würfel gesehen. Da ist er. Ja, aber wo ist die Plattform, auf die der Würfel drauf muss? Ist die da unten? Ich glaube ja. Hallo, Plattform. Ah, wir hängen fest. Hier muss das doch irgendwo sein. Ja, da ist es auch. Und dann brauchen wir einen Levioso-Zauber. Levioso. Und dann rein in die Höhle. Rein in die gute Stube. Aha. Ohoho. Hier ist ein Würfel. Hier ist ein Würfel. Das ist ein Incendio-Würfel. Tja. Vielleicht müssen wir den einfach auf dieses Feuer da oben drauf machen. Könnte doch sein, oder? Ja, so viel dazu. Da muss er hin. Da muss er hin. Okay. Tada! Ist das wieder zu? Nein, es geht nicht wieder zu. Das ist gut. Ich hätte nämlich auch nicht gewusst, wie ich das da oben befestigen soll. Sehr.
auch und sind nur noch 890 Meter von der Queste entfernt. Aber was ist denn da oben? Was leuchtet denn da so ganz gruselig? Haben wir da schon eine Information, was das ist? Ist das hier dieser Ort der alten Magie? Oder ist das hier irgendwas? Es könnte wahrscheinlich auch hier irgendwas sein. Aha. Und hier sollen wir hin. Hier ist auch, schaut mal, hier ist Sanbakars Prüfung. Aber warum wird das denn jetzt so komisch angezeigt? Als Nebenqueste? Da passt doch was nicht. Da unten sollen wir hin. Da unten ist die Nebenqueste. Genau, da unten ist die Nebenqueste Rettung von Rokoko. Ja gut, auf dem Weg können wir natürlich schon ein paar Sachen machen. Wir können zum Beispiel erstmal hier... Wir können erstmal hier drüben, ne? Die Manning-Quest machen. Und währenddessen kann ich auch mal gucken, was da sonst noch so ist. Da ist nämlich auch noch eine Höhle. Vielleicht fliegen wir zu der Höhle. Ist die von hier aus zugänglich? Ja, und die Landeplattform ist auch dort. Sehr schön. Und für die Höhle müssen wir hier aufmachen. Hallo? Warum kann ich das dann nicht fixieren? Hallo? Geht nicht. Revelio. Merkwürdig, leuchtet auch nicht bei Revelio. Müsste es eigentlich jetzt leuchten? Wieder mal ein Bug, oder? Ja, jetzt habe ich es geschafft. Konnte ich nicht fixieren, merkwürdig. Vielleicht ist es auch Absicht gewesen. Vielleicht sollte man hier zielen üben. Aber es wirkte eher ein bisschen wie ein kleiner Bug. So, was ist hier los? Ist hier was los? Ah, nee, nicht schon wieder. Und hier sind Inferi unterwegs. Incendio. Sonst noch irgendwelche Inferi? Nein. Gut. Dann fange ich mal an. Und das war schon mal falsch. Okay, da kommen wahrscheinlich Feinde. Ja, Spinnies kommen hier zu uns. Hallo? Aber die sind nicht das Problem, die Spinnies. So, wo ist das? Wo ist die Tafel? Da. Also das war schon mal falsch. Dann machen wir mal das hier. Hallo? So, wieder falsch. Okay. Das ist richtig, okay, das ist schon mal gut. Auch richtig. Aber das war falsch. Ah, schaut mal. Diesmal war es irgendwie ausreichend. Dann passt doch. Dann machen wir das mal auf und verschwinden. Auf Wiedersehen. Gut, dann haben wir die Höhle erledigt. Dann gehen wir als nächstes zu der Manny-Queste über uns. Haben auch hier die Landeplattform. Das ist doch fantastisch. Also Manny-Queste. Und hoch, 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 hoch. Bin gespannt, was für eine Art von Manny-Queste. Ich tippe mal auf Fliegen. Also auf Feuerfliegen. Oder wie nennt man das nochmal? Ihr wisst schon, was ich meine. Oh, welch angenehme Überraschung. Nee, es ist tatsächlich ausnahmsweise mal... eine Feuerqueste. Also hier haben wir eins. Wo sind die anderen? Wo sind die anderen? Da hinten ist eins. Normal sind es drei, glaube ich. Ach, schaut mal, da ist auch noch Zeug. Versteckt. Wo ist das andere? Eins, zwei. Da oben ist es. Da oben ist es. Okay, dann fange ich mal mit dem längsten an, logischerweise. Das ist das hier. Nee, das war falsch. Confringo, genau. Confringo und Confringo. Das? Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich könnte mir vorstellen, dass hier auch noch ein Ort der alten Macht ist. Es schaut so ein bisschen aus, Ort der alten Magie. Schaut so ein bisschen danach aus, finde ich. Werde ich gleich mal gucken, ob wir hier entsprechend was finden. Ne, schaut auch so ein bisschen danach aus. Auf jeden Fall sind hier Truhen versteckt und verschiedenste die andere Sachen. Die sahen auch schon mal besser aus. Wer ist die? Die Fenster? Oder die Statuen hier? Ich glaube, wir sind jetzt an diesem Herrenhaus, nachdem dieses Kap benannt ist.
Ist hier was versteckt? Im Zentrum des... Ja, das war versteckt tatsächlich. Und auch ein Feind. Gut. So, hier ist ein Ort der alten Macht, ja. Wird uns, also der alten Magie, seht ihr? Das wird auf der Karte angezeigt. So, jetzt muss man hier wieder raus. Da oben gibt es auch noch was. Warte mal, ich flieg mal. Können wir gerade nicht. Ah, wir können gerade nicht fliegen. Hätte ich auch einfach haben können, wird ja auch angezeigt. Ah, Sackgasse. Hier geht's raus. So, da oben. Ich möchte mal kurz da hoch. Ich glaube, da ist auch noch eine Truhe. Oh ja. Da ist auch noch eine Truhe. Waldgrüner Schal mit Schottenmuster. Sehr gut. Dann, ja, komm. Geh zum Ort der alten Macht. Schwing die Hufe. Kuriosa. Schwing die Hufe. So, wo ist denn jetzt der Ort der alten Macht? Noch wackelt mein Controller nicht. Kriegen wir das hier auf? Nö. Das kriegen wir so nicht auf. Aber seht ihr schon, wie die alte Magie an uns zieht? Sie möchte uns zu sich ziehen. Da habe ich gerade einen Inferi gehört, aber ich sehe ihn nicht. Naja, aktivieren wir mal. Da oben, aha. Da oben, da hinten und der dritte. Den dritten sehe ich nicht. Ah, da oben, okay. Auf jeden Fall nach oben. Auf jeden Fall nach oben. Und da würde ich sagen, wir fliegen einfach mal hoch. Wenn wir das hier diesmal dürfen, ich hoffe es doch. Ja, wir dürfen. Wir dürfen. So, den ersten haben wir. Hier ist auch eine Kiste, die wir irgendwie nutzen sollen wahrscheinlich, schätze ich mal. Kriegen wir die darüber? Versucht die mal rüberzubringen. So. Oh, ist sie runtergefallen. Tja, so ein Pech. Und da ist tatsächlich irgendwann ein Inferus unterwegs. Da draußen ist er. Ich habe ihn gesehen jetzt. Ich habe ihn gesehen, aber erstmal. Obwohl, können wir den von hier aus? Ja, wir könnten ihn sogar von hier aus. Achso, wir müssen ihn ja erstmal mit Feuer schwächen. Ja, und jetzt sind wir natürlich runtergefallen. War ja klar. Egal. So, das müssen wir da irgendwie hoch transportieren. Nee, hier. Was? Wir sind immer noch im Kampf? Und sind wir denn im Kampf? Wir sind nicht im Kampf. So, mal hoch. Das Ding. Genau. Und dann hier hinten ablegen. Ja, 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 sehr gut, sehr gut. Und dann kommen wir gleich hinterher mit dem Besen. Jetzt geht der Besen wieder nicht. Irgendwie sind wir offiziell im Kampf. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo der Gegner ist. Da unten sind die nämlich. Incendio. Ich immer freie Bahn haben. So. Gut. Hier draußen werden wir uns auch kümmern, aber jetzt noch. Was liegt denn da? Jetzt noch nicht, weil jetzt müssen wir uns erstmal um die alte Magie kümmern. Also wieder zurück. Und ich hoffe, dass wir jetzt wieder fliegen können. Ja. Können wieder fliegen. Ich fliege hier hoch, aber hier dürfen wir wahrscheinlich nicht landen, oder? Nee, hier dürfen wir landen. Wir müssen ja auch nicht landen, um das Zeug einzusammeln. Das ist ganz gut für uns. Hallo? Hol dir die Tasche. Hol dir die Tasche. Hol dir die Tasche. Wir können keine Mega-Power-Tränke mehr tragen. Oh, schaut mal, eine Tür. Hier können wir landen. Sehr gut. Hallo, Homura. Das war bestimmt was Wertvolles hinter dieser Tür. Oder? Sehen. Wir werden es sehen. Oh ja, schaut mal, da ist so ein Frosch. Da ist so ein Frosch, der führt uns doch bestimmt an einen coolen Ort. Wenn Professor Fick das nur gesehen hätte.
zum letzten Ort der alten Magie. Sehr schön. Aber leider immer noch nur 4 Streifen und nicht 5. Ich hätte gern 5 inzwischen. Aber nein. Gut, hier müssen wir jetzt die Tasche schnappen und dann wieder zurück. Durch das Maul des Frosches. Zurück. Hallo? Kann ich irgendwie... Hä, wo bin ich denn jetzt? Achso, ja. Wir müssen durch die Tür. Ich war voll verwirrt jetzt hier. Gibt es denn hier noch irgendwelche Truhen oder so? Ja, da. Schaut mal. Da gibt es noch eine Truhe und da unter uns gibt es auch noch eine. Die ist hinter diesem Regal. Da kann man sie ja nicht finden. Das ist ja fies. Das ist ja fies. Jetzt haben wir sie. Und da drüben war noch ein Sack oder so. Da, ja. Eine Tasche und da ist auch noch eine Tasche. Boah, kommen wir da hin? Ich hoffe doch. Ja, wir kommen hin. Und was haben wir sonst noch? Das war's, glaube ich, oder? Da oben ist noch ein Sack. Den haben wir aber schon geöffnet, beziehungsweise haben wir es probiert. Da war ein Power-Trank drin, den wir ja nicht benutzen können. Oder den wir nicht sammeln können, weil wir zu viele haben. Gut, dann haben wir diesen Ort, denke ich. Ja, das sind die Frösche, die man sieht. Das passt. Den haben wir durch. Jetzt möchte ich ganz gerne da hoch zu dieser Hütte. Oder zu diesem... Ja, eine Hütte ist es ja eigentlich nicht. Schaut mal. Hier wird jetzt auf einmal auch nochmal eine Queste angezeigt. Und irgendwie ein mächtiger Gegner wird hier auch angezeigt. Auf der kleinen Karte. Seht ihr es? Merkwürdig. Machen wir auf dem Rückweg. Was ist das für eine Queste? Der Schatz des verfluchten Grabes. Öffne die verschlossene Truhe unter dem alten Herrenhaus im Tal. Können wir machen, dann können wir jetzt aber erstmal, würde ich sagen, was ist das hier? Knuddelmuff, okay. Hier, diesen Ort da, dieses Flohpulvernetzwerk aktivieren. Und dann sollten wir hier vielleicht mal drüber fliegen. Ja. Sollten wir mal. Da müssen wir hier rechts runter. Aha. Aha. Eine Hütte. Eine alte, verlassene Hütte. Schön, dass wir uns sehen. Oh, ist die Seeluft nicht erfüllt? Da ist doch jemand drin. Zwei Leute. Zwei Herren, die sich hier an die Wand lehnen. Sehr merkwürdig. Ein sehr merkwürdiges Bild. So. Und wir müssen uns hier auf unseren Besen schwingen und gucken, was ist hier noch so... Ah, schaut mal, das ist unterirdisch. Das ist unterirdisch, müssen wir mal schauen, wie wir da am besten dann hinkommen. Das machen wir nicht jetzt. Das machen wir aber dann irgendwann noch. So, hier werden uns schon Sachen angezeigt, ne? Zum Beispiel so ein Versteck, aber das scheint irgendwie... da weiter weg zu sein, oder hier wird es nicht angezeigt. Aber es ist doch nicht weiter weg, es ist doch hier genau vor uns. Rebellio. Komisch. Bin ich jetzt nicht da unterwegs, wo ich jetzt unterwegs sein will? Doch, da bin ich unterwegs. Genau, und hier ist das Versteck, okay. Und dann ist noch eine Höhle da. Ich gehe jetzt erstmal zu der Höhle. Das sind auch Feinde. Ich glaube, das sind Sumpfgrattler. Und die stehen zwischen uns und dem Würfel. Das müssen wir ändern. So, wir können ja eigentlich auch mal die alte Macht einsetzen. Aber ihr zu viel, dass wir das noch nicht mal tun können. So, passt. Und jetzt holen wir uns den Würfel. Wo ist er denn? Der war doch da irgendwo. Rebellio. Da ist er. Hinter dem Stein versteckt. Gutes Versteck. So, hallo Würfel? Nein. Das hier. Kriege ich denn den Würfel nicht? Hier. Der in dem Boot drin steckt. Der steckt in dem Boot. Das ist ein Levioso-Würfel. Levioso.
Also machen wir den Levioso auf. Und rein da. Ui, ja, das ist eine schöne Kiste. Das heißt, wir müssen die auf diese Seite packen, ne? Damit wir dann hier hochkommen. Nein, das war noch nicht ausreichend genug. Ganz nah dran. So, jetzt. Genau. Sehr schön. Da haben wir hier eine Truhe. Ich hoffe, wir haben nicht wieder zu viel Zeug. Ich dachte, wir gleich wieder nach Hogsmeade müssen, um das ganze Zeug loszuwerden. Hier ist uns nichts mehr. Nein. Gut. Dann hoch. Und dann dürften wir eigentlich dieses Lager dort ausräumen. Ach, ein schöner Sonnenaufgang über dem Meer. Was gibt's Schöneres? Was gibt Schöneres? Also, hier dieses Banditenlager dürfen wir jetzt ausräumen. Tschu, hoch da. Ein Stück muss man noch. Hätten auch fliegen können, aber ich bin aus Versehen zu früh gelandet. Mal hier den Mondstein einsammeln. Dann verstecken wir uns, damit das Ganze ein bisschen geschmeidiger und schneller geht. Es sind Aschwinderinnen. Wer ist das für die Kostadanus? Expulso! Der muss erstmal sein Schild verlieren. Autsch. So, den haben wir auch. Jetzt holen wir noch die alte Magie ein. Und da hinten hat jemand was verloren. Was hat er verloren? 15 Goldmünzen, das ist auch nicht schlecht. Und in dem Zelt müsste jetzt eigentlich eine Truhe drin sein. Da ist sie auch schon. Sehr gut. Sehr gut. Und ein Geldsäckchen. So, dann haben wir das. Können also gucken, wo es uns als nächstes hin verschlagen wird. Und das müsste diese Merni-Quest hier sein. Ich werde aber hier mal rüberfliegen und zu schauen, ob sich da vielleicht noch was anderes verbirgt. Schaut fast so aus. Ja, das ist nämlich da unten auch nochmal eine Merni-Queste und eine Höhle. Naja, und ein Gegner auch. Machen wir zuerst mal den Gegner hier fertig. Das Ministerium soll. Das ist falsch! Natürlich ist aber schon ziemlich stark, muss man sagen. Sehr gut. Da gibt es noch eine alte Magie zu holen. Holen wir uns, schnappen wir uns. Ach, wir sind eh voll, was alte Magie angeht. Na, ich darf da nicht zu sparsam sein. Ich bin einfach so sparsam. Wo ist der zweite? Ich sehe hier nur den einen. Der zweite ist da drüben. Ja, der wird da drüben angezeigt. Müsste es eigentlich offen sein, außer das andere hätte sich wieder zugedreht. Nee. Ich befürchte fast, wir müssen gleich wieder nach Hogsmeade, um die ganzen Sachen zu verkaufen. Wäre schon schade. Gut, da ist der Stein, der hier rein muss. Und zwar muss der nach unten zeigen. Der muss nach unten zeigen. Gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. So. Stimmt? Ja, stimmt. Ah, inzwischen sind wir doch da wirklich Profis drin, was diese Rätsel angeht. Sehr schön. Sehr schön. Und dann haben wir gleich direkt vor unserer Haustür noch ein Merlin-Rätsel. Da drüben. Ja, da oben auch noch, ich weiß. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn und ich sie gleich. Sehe. Das müsste wieder so ein... Ah ja, jetzt ist ein Flipendo-Rätsel. Ein Flipendo-Rätsel. Mal sehen wir doch gleich. Wir müssen erst einmal so rum. Flipendo. Und dann so rum. Oh, das müsste gewesen sein.
Nee, doch, ja. Dann die nächsten Dinger. Wir sind da oben. Da oben ist eins. Was ist denn das Rote da? War nicht schon wieder so Sumpfkratzler. Da habe ich jetzt gar keine Lust drauf auf die. Oh, schaut mal, der Stein liegt auch irgendwie schief. Also gehört er schon mal nicht. Da ist das Ding. Das muss also einmal so gedreht werden. Okay, probieren wir es mal. So. Müssen wir da gleichzeitig auch noch den hier machen. Und das ein bisschen zurechtdrücken. Oder was ist da los? Oder ist das wieder ein Bug? Ich meine, so kann es ja nicht gehören, oder? Ich mache einfach weiter mit dem Flipendo. Dann müssen wir hier noch ein bisschen drehen. Ja. Das ist es immer noch nicht. Jetzt ist es. Das stimmt, oder? Nein. Jetzt stimmt's. Jetzt stimmt's eigentlich, aber er steht nicht richtig. Und ich weiß nicht, ist das ein Bug oder gehört das so? Also gehört das zum Spiel? Ist das eine Herausforderung? Müssen wir ihn vielleicht ein bisschen rüberschieben? Ja, okay. Ah, das war irgendwie ein Fehler, okay. Dann haben wir noch irgendwo einen Stapel wahrscheinlich. Aber wo? Da oben vielleicht? Da hinten irgendwo? Ah, da oben, ja. Da oben. So, so. So. Na. So, oder? Nee, 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 nee. So stimmt's nicht. Müssen wir hier nochmal. Jetzt. Puh. Also diese Flipendo-Westen sind immer ein bisschen mühselig. Damit haben wir das aber. Ich weiß nicht, wie viele Merlin-Questen gibt es denn da? Da hinten sind Ballone gewesen. Einer ist auf jeden Fall da oben. Gehe ich gleich mal hin. Hier ist noch ein kleines Dorf. Wahrscheinlich auch nochmal. Ja, ja, das ist auch nochmal ein Banditenversteck. Mit welchem Recht hast du den Drachen aus der Hornschwanzhalle? Mehr alte Macht benutzen, weil da haben wir ja eh viel. Und dann kommen wir hier hinten auch nochmal. Hier, die hier von Glacius. Oh ne, es sind sogar noch zwei. So. Wo ist die andere Person? Da. Sehr gut, das war's. Gut, dann sammeln wir mal diese Sachen. Megapowertrank dachte ich, hätte ich gerade einen benutzt. Aber offensichtlich nicht. So, hier muss irgendwo noch. Hier muss irgendwo noch eine Truhe sein. Da müsste eigentlich noch eine Truhe sein. Da ist sie auch. Ach, Revelio ist so toll. Ich habe mich ja immer ein bisschen ertappt, dass ich bei Elden Ring auch oder bei anderen Spielen auch immer den... Ja, sag's doch. Wie heißt der Zauber? Sagt sie nicht. Jetzt wird's mal auch nicht ein, gerade wie er heißt. Revelio, genau. Wie der Revelio. Das ist schön. Wie der dann so schön die Sachen alle aufmacht. So, da oben müsste noch irgendwo da hinten eine Mailing-Quest sein. Und dann hoffe ich, sind wir bald
bald nahe dieser Queste, wo wir eigentlich hinwollen. Wo ist denn die? Die wird gar nicht angezeigt, ne? Puh. Oh, das ist da ganz unten. Das ist ja Wahnsinn. Rebellion. Das ist ja Wahnsinn. So, jetzt hier runter, okay. Ah, das ist wieder mal eine Kugel, die wir bewegen sollen. Okay, einverstanden. Einverstanden. Die Frage ist, wo bewegen wir sie hin? Wahrscheinlich da hoch, ne? Schätze ich mal, dass wir sie da hoch bewegen sollen. Ganz kurzer Blick. Wahrscheinlich, ja, da ist auch eine Fahne da oben. Das wird nicht einfach, aber die Zauberer zeigen auch nach oben. Das wird anstrengend, Leute. Schaffen wir es. Boah, das war gut. Oh, ach, wir rutschen da selber aus. Wir müssen hier stehen bleiben. Nicht ausrutschen. Nein, nicht ausrutschen, bitte. Jetzt immer ein Stück zurückgehen. Jetzt ist nämlich bei dem Impulso nach vorne geht. Ist das anstrengend? Dann haben es gleich. Aber erst gleich. Gleich haben wir es, wird doch jetzt nicht ausrutschen. Nicht ausrutschen, bitte. Ja, super. Dann fliegen wir da hoch. Ah, wir haben es schon geschafft. Da ist offensichtlich dann gleich die entsprechende Erhöhung. Aber wir schauen uns das nochmal an. Würde ich sagen, wie wir es geschafft haben. Wo sind wir denn jetzt? Da ist da eine Landeplattform, aber die ist schon aktiviert. Wo ist denn jetzt die Kugel? Da ist sie. Ja, da liegt sie. Da liegt die Kugel. Wunderbar. So, was gibt's als nächstes? Was gibt's als nächstes? Da waren wir schon. Dann gehen wir jetzt mal hier lang. Da gibt's als nächstes eine Höhle und es gibt Tierwesen. Ich schau mal kurz nach welche Tierwesen, weil das ist doch nicht uninteressant. Die werden uns gar nicht angezeigt auf der Karte. Doch hier. Jobberknollbau. Aber der andere wird nicht angezeigt. Hier ist nur eine Prüfung mehr, die angezeigt wird. Na gut. Hier sind Tierwesen auf jeden Fall. Wahrscheinlich einfach nur irgendwelche ganz einfachen. Und hier muss irgendwo eine Höhle sein. Da, ja. Da ist die Höhle. Hallo, warum fliegen wir denn so schnell? Was stimmt da nicht? Auf jeden Fall ist hier die Höhle. Und hier steht schon Vorsicht Spinnen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Müssen wir uns schon mal frei schießen. Und da wird doch bestimmt ein Spinnenkampf auf uns warten, oder? Nicht? Doch. So, hier haben wir. Das war's schon? Nein, das ist einfach zu viel. Doch, das war's. Oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es das war. Die Frage ist, wo ist die Truhe? Die Truhe ist da hinten. Die versteckt sich da hinten. Die versteckt sich da hinten. So, komm auf. Hallo, kann ich da durch bitte? Ja. Handschuhe, von Elfen gestaltete Handschuhe. Dann raufwärts, raus aus der Spinnenhöhle. Und hinauf zur Merlin-Quest. Wir haben es bald, Leute. Es kann sich nur noch um wenige Tage da handeln, bis wir die Sumpfkratzler, da haben wir schon die entsprechende Queste erfüllt. Da müssen wir nicht mehr. Was ist in dem Haus noch? Ja, da ist noch eine Truhe. Da ist noch eine Truhe und da oben sind auch irgendwie Kollegen unterwegs. Die sollten wir vielleicht besuchen gehen. Irgendwelche Wilderer werden das sein, ne? Das werden Wilderer sein da oben. Also ich traue mich diesen Wilderern. Ja, ja. Du bist die Plage, die Treadmill. So, auch schon. Also, das war nicht so ein Straßenwilder. Das wäre einer von diesen. Es ist eigentlich ziemlich Schottringo. Da ist noch jemand. Da ist ja noch jemand.
schön verwandelt. Die Frage ist, ist hier noch was? Ist hier irgendwas? Weiß schon. Doch, da ist was. Da ist was. Und hinten, hinter einem Schloss sogar. Interessant. Dann machen wir das Schloss mal auf. Die Wilderer haben also ihre Sachen gut weggesperrt hier, wie man sieht. Irgendeiner ist hier noch. Da ist noch einer übrig. Irgendeiner marschiert hier rum. Da ist er. Ach, halt doch die Klappe. Oh. Straßenunterfeld. Und hier ist, glaube ich, jemand. Ist hier jemand eingesperrt? Nee, aber hier gibt es einen Sack. Eine Tasche. Und hier gibt es auch was zu sagen. Gut. Damit haben wir das auch. Das müsste es auch gewesen sein. Und dann haben wir hier die Tierwesen und da hinten den Ort von Merlin, wollte ich schon sagen. Die Queste von Merlin. Dann die Tierwesen. Da gibt es auch noch was. Ah ja, das ist die Queste von Merlin. Da haben wir da hinten. Da waren wir schon in diesem Häuschen da hinten. Und da war auch noch, glaube ich, irgendwas. Unterirdisch, ne? Erinnert ihr euch? Sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Da war irgendwie ein Höhlensystem unterirdisch, das wir aber auch schon gelöst haben. Und hier kommt wieder ein Jai. Hier müssen wir mal wieder sammeln. Lumos. Unsere Schmetterlinge. Oder wie nennt man die noch? Kann man die noch nennen? Glühwürmchen vielleicht. So, hier ist noch was. Revelio. Wo sind denn noch Glühwürmchen? / Schmetterlinge. Haben wir noch irgendwo eine Stelle? Am Strand vielleicht? Nee. Ich sehe keine. Aber wir werden sie schon finden. Vielleicht auf der anderen Seite von dieser Brücke. Oder unterhalb der Brücke. Kann auch sein. Ah, das wäre fast ein bisschen weit weg. Das wäre fast ein bisschen zu weit weg, finde ich. Ah. Naja, ich schaue trotzdem mal. Ich glaube, das ist zu weit weg. Ach, schaut mal. Schaut euch das mal an hier. Das sind hier, ist ja ein Geheimgang über den nächsten. Dann gibt es hier vielleicht irgendwo einen geheimen Zugang oder so. Das ist ja spannend. Was man hier nicht alles findet, ne? Aber da sind keine Glühwürmchen. Da sind welche. Da sind welche. Aha, da steht auch ein Schild. Lumos. Steht da? Aha. Extreme Danger. Also sehr große Gefahr. Na gut. Ah, die sind schon fies versteckt. Die sind schon fies versteckt. Und da sind auch noch mal welche. Wie soll ich denn da hochkommen? Geht das irgendwie? Kann man hier? Ja, hier können wir hochklettern. Hallo? Ja, die kommen dann aber nicht hoch. Die kommen dann nicht hoch. Die kommen nicht mit. Oh nein, wieder ein Bug, oder? Die sind jetzt da irgendwie eingesperrt. Verdammt. Dann holen wir erstmal die anderen. Ach, Mist. So, die haben wir jetzt zumindest. Und wenn ich die jetzt ein bisschen weiter... Ah, die sind wieder zurückgegangen, die anderen. Das ist gut. Wenn ich die jetzt mal hier hinsetze, reicht das, dass sie zu mir kommen? Lumos. Nee. Das funktioniert so nicht. Dann versuche ich es mal hier. So geht das nicht. Wie komme ich denn da hoch mit denen? Denn ich kann höchstens... Ach so, ja, aber dann kommen sie ja nicht mit. Oder kommen sie jetzt mit? Nee, schaut, kommen nicht mit. Ah, ist das nervig. Wie kriege ich denn die jetzt da hoch? Geht da irgendein Weg hoch? Da hinten? Nee. Dann geht auch kein Weg hoch. Hat sich da, also das hat irgendjemand nicht richtig durchdacht. Muss ich wirklich sagen. Also ja, also die Quest in allen Ehren, aber ich muss schon schaffen, auch irgendwie da hochzukommen. Weil sonst ist das unfair. So, jetzt habe ich sie hier, aber hier bringen sie mir auch nichts. Ah, jetzt habe ich gleich beide, oder? Weil die anderen waren ja auch hier.
schon blöd. Pass mal auf, kann ich hier irgendwie. Ich mach's hier nochmal, ich lasse sie nochmal hier frei. Dann versuche ich sie nochmal von hier unten. Ja, jetzt geht's. Ja, das war blöd. So, jetzt müssen die dahin. Dahinter, ja. So. Hallo? Lumos. Ja, jetzt. Gut, eine Gruppe Schmetterlinge fehlt jetzt noch. Die ist jetzt aber irgendwie verschwunden. Weil die ist da ja auch nicht mehr, ne? Oder sind die noch da? Oder sind die wieder da drin? Nee. Verdammt. Mist. Ja, jetzt habe ich sie. Doch, jetzt habe ich sie. Die waren, da waren irgendwie doppelt. Ich werde die irgendwie doppelt. So, wenn ich die jetzt hier hin parke, müsste ich die eigentlich auch aufschnappen können, oder? Lumos. Genau, sehr gut. So, jetzt brauchen wir noch den dritten Stein. Wo ist der dritte Stein? Der war da auch irgendwo. Den hatte ich auch irgendwo schon gesehen. Ach, das Revelio. Ist... Lumos. Da ist er. Da ist er, der dritte Stein. Aha. Ja, diese Schmetterlingsquesten sind auch nicht gerade meine Lieblingsquesten, muss ich ehrlich sagen. Gut. Haben wir aber geschafft. Trinke ich mal einen Schluck. Ich habe noch gar nichts getrunken, oder? Dann trinke ich mal einen Schluck und dann gehen wir wieder in die Lüfte. Diese Richtung müssen wir, glaube ich. Ne? Rebellion. Schauen wir das nächste. Da ist die nächste Höhle. Okay. Finde Henriettas Versteck. Wahrscheinlich ist es da unten in dieser Höhle. Und das ist ein Troll. Ja, hier ist die Höhle. Ich sehe schon. Incendio. Hä? Hä? Hier? Nee. Höhle, hallo? Hilfe, da ist gar keine Höhle. Da kommen wir bestimmt mal nicht voll. Weggerannt ist. Wie komme ich hinein? Ach, das da oben, ja. Genau. Das wissen wir schon. Ich wollte jetzt aber erstmal nach dieser Höhle da schauen. Revelio. Ist hier noch was? Ne, hier ist nichts. Wo finde ich diese Höhle, die uns da angezeigt worden ist? Die muss ja auch irgendwo sein. Oh, das ist mal wieder ein Bug. Ich hoffe ja nicht. Da ist sie. Da sind noch... Da ist die Höhle, oder? Hallo? Höhle? Nein, auch nicht. Nein, da ist sie auch nicht. Die muss weiter drüben sein. Hier bei den Rindern irgendwie. Die muss irgendwie hier sein, aber hier ist sie nicht. Das ist ja nervig. Das ist doch mal nervig hier. Irgendwo muss die Höhle sein. Aber vielleicht ist der Eingang woanders. Ich glaube, auf der Karte wird nicht der Eingang gezeigt, sondern... was in der Höhle drin ist, oder? Oder doch nicht? Ja, ich sehe auf jeden Fall nichts. Es könnte sein, dass es irgendwie hier auf dem Meer was zum Tauchen ist. Aber das wird eigentlich auch immer angezeigt. Wenn es was zum Tauchen gibt. Nee, das ist es auch nicht. Da, schaut mal. Da ist doch ein Höhleneingang, oder? Ist das ein Höhleneingang? Und das ist einfach nur ein Felsen. Das ist nur ein Felsen, glaube ich. Ja, das ist nur ein Felsen. Ne, kein Höhleneingang. Kein Höhleneingang, ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich zu blöd dafür. Oder irgendjemand will mich hier veräppeln. Da war ja ein so ein komischer Faden vorne dran. So ein Efeu, ne? Hier.
Hier, da hing so ein Efeu rum. Hat man jetzt kurz eine Höhle gesehen? Ist egal. Wir ignorieren jetzt diese Höhle und gehen weiter zu Henriettas Niffler. Oder so ähnlich. Hier werden auch Feinde angezeigt. Interessant, interessant. Manchmal Erschwinderin. Auch schon? Entschuldigung? Wo sind noch welche? Da. Ja, einer ist noch da, einer ist noch da. Irgendwo sehe ich ihn auf der Karte. Seht ihr ihn? Da ist er. Du hast keine Chance. Ich habe keine Chance, also schauen wir mal. Das ist ja wohl eher, du, der keine Chance hat. So. Und jetzt haben wir hier runter. Da waren wir schon. Wahrscheinlich ist es da unten, dieser Eingang. Ja. Betritt Henriettas Versteck. Das müsste doch hier sein. Ja, da ist es auch schon. Da waren wir nämlich schon. Und das haben wir auch schon ausgeräumt. Ich hoffe, die Erschwinderinnen haben Rococo nichts angetan. Und jetzt haben wir Rococo finden. Da hinten ist er irgendwo. Oh, da sind noch mehr Feinde. Für genug Galionen würde ich meinen Vater ausrauben. Meine Mutter nicht. Ja, was ist alles? Wackeln gleich da oben die ganzen Dinger da. So, wie finden wir jetzt Rococo? Hier waren wir ja, wie gesagt, schon. Der wird uns da oben angezeigt. Ich glaube, das war hier lang und dann rechts, oder? War das so? Oh, da ist noch jemand. Hallo? Wo bist du? Achso, der hat sich zurückverwandelt, ne? Mal wieder auf. So, hier rein, da rechts. Nee, das ist nicht der richtige Weg. Ah, das war hier, genau. Das hilft uns auch nichts. Wie kann man denn nochmal da hoch? Da war ein Weg da hoch, das ist klar. Hier, ne? Hier entlang. Ja, hier entlang. Wenn ich den Schätzen folge, finde ich den Niffler. Ah, das war das. Genau. Schätzen folgen, richtig. Ich erinnere mich. So. Und hier brauchen wir diese. Ach hier. Italium Leviosa. Mehr Schätze. Rococo muss hier gewesen sein. Ja, ist hier. Er ist hier. Noch mehr Aschwind. Diese Münzen müssen von Miss Cafés Niffler stammen. Mal sehen, was du mit meinem Leviosa.
Mauer wieder dran. Ja, wieder dran. Der ist doch auch schon. Oh nein. So, du bist mal so groß. Okay, das hab ich auch. Explodiert, habt ihr es gehört? Irgendwas ist explodiert. So, dann müssten wir, glaube ich, jetzt hier lang gehen. Das haben wir ja schon aufgemacht. Ja, schaut gut aus. Genau, da ist das Geld. Sammeln wir das Ganze hier. Dieser Niffler ist ein Fuchs. So, wo ist er jetzt? Da ist er. Da ist er. Ah, fast. Stell dich nicht so an. Wir haben ihn. Sehr gut. Ich passe auf dich. Wunderbar. Ich wusste ja nicht, wie ermüdend es ist, Niffler zu fangen. So, jetzt hier wieder raus und dann schauen wir mal, wie viel wir schon geschafft haben in diesem Gebiet. Aber ich denke mal, wir sind hier falsch, ja. Das denke ich auf jeden Fall. Irgendwie sind wir falsch abgebogen. Hier lang müssen wir, genau. Da rein ist es auch ein bisschen aus dem Schmuck. Das ist schon okay so. Kommen wir hier runter und dann sind wir so gut wie draußen. So, dann hier oben rum. Ey, warum denn 30 Meter? Achso, ja, weil wir raus müssen, klar. So, Cup am Herrenhaus. Und jetzt bin ich gespannt, wie viel haben wir hier noch zu tun an diesem, in diesem Gebiet. Da sind auf jeden Fall noch mal Ballone, die können wir uns auch gleich schnappen. Finde ich ganz gut. So. Die können aber, glaube ich, zum nächsten Gebiet. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Kap am Herrenhaus. Sammlungstruhen haben wir alle, Prüfung Merlins haben wir auch alle, Magie haben wir, Ballone haben wir, Demigastatuen haben wir, Altäre haben wir, Landeplattformen haben wir. Nur berüchtigte Gegner fehlen noch zwei tatsächlich. Und einer fehlt hier. Und diese Quest, glaube ich, die schnappen wir uns jetzt gleich so. Vor allem, weil da auch zwei berüchtigte Gegner angezeigt werden irgendwie. Das ist ja cool. Ich lasse mich kurz mal hier hin teleportieren und würde die eine Queste abschließen. Dann schnappen wir uns die zweite Queste an diesem Herrenhaus. Ich weiß gar nicht, wie genau wir die aktivieren können, aber wir probieren es einfach. Jetzt aber erstmal hier, Agnes. Miss Coffee, ich habe Ihren Niffler. Du liebe Zeit, wirklich? Oh, danke schön. Das war sehr mutig. Ich wusste mir keinen Rat mehr. Wie geht es meinem Rococo? Kann ich ihn zurückhaben? Dem geht's super. Er wird sich freuen, nach Hause zu kommen. Mit Sicherheit. Oh je, mein mutiger kleiner Entdecker. Mein gefräßiges Kerl. Jetzt vertreibt man nicht. Ich kann's kaum erwarten, ihn nach Hause zu bringen. Danke nochmal für die Hilfe. Natürlich. Kein Problem. Von nun an führe ich Rococo an der Leine, wenn wir rausgehen. Gut, dann werden wir jetzt ganz kurz. Ja, dann werden wir jetzt ganz kurz mal nach Hogsmeade gehen, um die ganzen Sachen zu verkaufen. Wenn ich wieder so voll laufen an Sachen. Ich muss nur kurz gucken, ob wir irgendwas haben, was besser ist. Obwohl, das können wir auch beim Verkaufen machen. Ja, ja, das ist eigentlich kaum Zeitersparnis. Wir machen es beim Verkaufen. Ist immer noch Winter, ne? Eigentlich wollte man den Winter jetzt beseitigen. Ich glaube aber in dieser Streaming-Folge schaffen wir das gar nicht. Naja, schauen wir mal. Wir schaffen es doch noch. Ich habe keine neuen Socken mehr. Wenn ihre Füße riechen, so, verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen.
Ja, wir können die Sachen gut loswerden. Das ist gut. Ich möchte mich nämlich ungern umkleiden. Einfach nur aus dem Grund, weil wir dann ja schon wieder alles verbessern müssen. Und upgraden müssen und so. Und das ist, ja, da habe ich jetzt keine Lust drauf. So, sehr gut. Gut, 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 gut. Sie haben ein gutes Auge. Dann gehen wir noch kurz in das, in den Shop von, in den Shop mit den Tierwesen. Der war da. Diesen Shop möchte ich ganz gerne. Den Tierwesen-Shop, der ist hier. Okay. Und da können wir nämlich tatsächlich... Vielleicht können wir Krabhorn kaufen, das brauchen wir. Ich glaube, ja, da, ne? Horn eines Krabhorns, das kaufen wir. Damit kann man wirklich nichts falsch machen. Den Rest kaufen wir selber. Dann können wir das Testralbaby verkaufen, den Brut eines Gniesels verkaufen. So. Brut eines Testrals verkaufen. Knuddelmuff, Knuddelmuff und Knuddelmuff. So, dann haben wir die auch verkauft. Perfekt. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Sehr gut. Dann werde ich jetzt eine kurze Pause machen. Nur 2 Minuten oder so, wenn überhaupt. Kurze Getränkeholpause. Und dann geht's weiter in unserer Queste Richtung Süden. Also wir sehen uns gleich wieder. Hallihallo, da bin ich wieder und wir reisen in den Süden, da schneit es nämlich wenigstens nicht. Und schnell wieder Wind in den Süden. Nein, ich singe jetzt nicht. Also, da wollen wir hin, hier hin. Ich weiß nicht, wie wir diese Quest hier aktivieren können. Die heißt, der Schatz des verfluchten Grabes. Können wir die irgendwie aktivieren, wenn ich die anklicke? Ich glaube, jetzt haben wir sie aktiviert. Dann können wir hier hin uns bewegen. Teleportieren. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir in dieses Herrenhaus rein? Öffne die verschlossene Truhe unter dem Herrenhaus im alten Tal. Naja, schauen wir mal, wie wir da jetzt irgendwie reinkommen. Wir müssen da rein. Wir müssen da reinkommen, unter das Herrenhaus. Aber irgendwie wird das möglich sein. Irgendwie wird das möglich sein. Ja, ja, hier wird das auch angezeigt. Oh Gott, es geht schon wieder los mit irgendwelchen Feri. Hier wird das angezeigt, das würde hier die Queste starten, aber hier ist ja gar kein Zugang.
zu dem Herrenhaus. Hier oben waren wir schon, da war eine Truhe drin. Da ist irgendwie ein riesengroßer, fetter Vogel. Und da warten irgendwelche Inferi auf uns. Merkwürdig. Na, irgendwie kriegen wir schon hin. Irgendwie finden wir den Weg. Beseitigen wir mal diese Inferi hier. Oh, alte Macht ist schon wieder voll. Können wir nicht einsammeln. Auch nicht so optimal. So, wo ist jetzt hier was? Wo ist hier was? Da oben. Da oben ist was. Und da ist was. Zweifellos schon lange verlassen. Aber wie kommen wir da runter? Da war auch was, ne? In diesem Labyrinth. Das haben wir auch schon gelöst. Pass mal auf, ich laufe mal dahinter. Vielleicht gibt es da irgendwie einen Eingang nach unten. Hier unten vielleicht irgendwie, bei dieser Statue oder so. Gucken wir mal. Rebellio. Aha, aha, aha. Da hinten schaut so aus, als käme man da rein, weil da sind auch Truhen. Seht ihr das? Ja, das schaut doch ganz gut aus, hier bei den Stellen. Bei den Stellen finden wir hier einen geheimen Zugang. Oh, schaut doch, erstmal sind hier die Ferries unterwegs. Ich warte doch ganz kurz, bis sie sich rausbewegt haben. Das und jetzt war da eine Truhe oder sowas, ne? Ja, da ist eine Truhe. Schaut mal, und da oben sind noch Wölfe. Na, die können wir erstmal ignorieren, die Wölfe. Ah, hier geht's rein, schaut mal. Da ist ein Schloss auf Stufe 2 und da geht's rein. Jetzt die Frage, kommen wir da wirklich auch unter das Herrenhaus? Oder kommen wir dann nur in einen Raum mit einer Truhe? Fast schaut so aus, als kämen wir da in einen Raum mit einer Truhe. Aber wir schauen mal. Ich gebe nicht so schnell auf. Ach komm. Ja, ist nur ein Raum mit einer Truhe. Verdammt. Eine Tasche und eine Truhe. Ah, ist also nicht der Weg ins Herrenhaus. Wo ist der Weg ins Herrenhaus? Ist hier der Weg ins Herrenhaus? Nein, aber es wird schon irgendwie hier angezeigt. Ne? Ihr seht es auch. Aber da ist auch irgendwie noch was Blaues, was da angezeigt wird. Passt mal auf. Vielleicht ist es auf der anderen Seite dieses Gebirges der Eingang. Ich schau mal. Ein Gebirge ist vielleicht auch ein bisschen zu viel gesagt. Hier irgendwie. Vielleicht doch irgendwie hier. Hier werden auch Tierwesen angezeigt. Noch ein paar Knuddelmuffs. Komm, die sammeln wir. Wir sollen ja Tierwesen retten. Wir brauchen noch. Jetzt ist alles gut. Wir brauchen noch 13 Stück. Wo sind noch ein paar? Da ist noch einer. Warum nicht ein paar Knuddelmuffs sammeln? Komm, wenn wir schon hier sind. Jetzt haben wir aber, glaube ich, alle gesammelt. So, jetzt gehen wir da oben lang. Da hinten lang. Puh, keine Ahnung. Also hier wird irgendwas Blaues angezeigt. Seht ihr das? Aber was ist das? Da sind Wölfe. Da ist auch noch was Blaues. Keine Ahnung, echt. Keine Ahnung. Wie kommen wir da rein? Ich glaube, wir können da noch gar nicht rein. Das ist, glaube ich, noch irgendeine andere Queste, die wir noch nicht aktiviert haben. Kann das sein? Kann das sein? Kann schon sein, ne? Dass es irgendwie Teil einer anderen Quest ist, die aber noch nicht aktiv ist und deswegen geht das einfach noch nicht. Da sind die... Deswegen geht das vielleicht einfach noch nicht, dass wir da reinkommen, weil es wird uns gezeigt, dass wir hierher gehen sollen. Aber hier ist ja nichts. Hier ist ja nichts, ne? Hier sollen wir herkommen. Das zeigt uns die Minimap. Ja,
Ja, weil wir hier reingehen sollen. Weil wir hier reingehen sollen. Okay. Jetzt höre ich was. Hört ihr was? Unter dem alten Herrenhaus. Also ich gehe jetzt nochmal ins Herrenhaus rein. Es ist doch wahrscheinlich, dass es irgendwie hier einen Eingang gibt, oder? Wenn das steht unter dem Herrenhaus, dann muss es doch hier einen Eingang in den Keller geben eigentlich. Das ist wieder der Weg nach draußen. Da kommen wir gerade her. Gibt es hier irgendwo einen Eingang? Schaut nicht so aus, ne? Da unten sind die Feinde. Hier vielleicht lang. Ah, schaut mal. Hier lang geht's. Sehr gut. Sehr gut. Also, hier ist ein Schloss auf Stufe 3 und ich glaube, jetzt haben wir es gefunden. Jetzt haben wir es gefunden. Sehr schön. Das geht auf. Oh ja, jetzt sind wir drin. Jetzt sind wir eindeutig drin. Sehr gut. Ich bereite mich hier schon mal auf den ersten Kampf vor. Gegen einen schwierigen Gegner. Und hier ist es schon zu weit. Hier kommen schon die ersten Feri, um uns Probleme zu machen. Da ist noch einer. Der ist unbesiegbar, wenn wir nicht mit Feuer ankommen. Der Feuerzauber hat ihn aus irgendeinem Grund nicht getroffen. Was ist denn hier los? Ah, hier kann man das Feuer anzünden. Rebellion. Da wird uns eine Truhe angezeigt. Okay. Ah, dieses Revelio ist super. So, hier müsste jetzt der schwere Gegner sein. Elsa Trevor. Mit den Feris im Spiel. Und dann dieser. Tasche. Da haben wir den schweren Gegner schön mit unserer alten Macht fertig gemacht. Das haben wir doch gut hinbekommen. Aber es kommt noch mal ein schwerer Gegner. Da ist er auch, Herr des Hauses. Nochmal die alte Macht. Und das war schon mit dem Herr des Hauses. Perfekt. So, damit haben wir 11 von 12 schweren Gegnern erledigt, die wir erledigen sollen, um eine neue Herausforderung abzuschließen. Einen brauchen wir dann nur noch. Ein Rätsel. Wir sollen irgendwo hin, wo so ein Meeresfinger oder sowas ist, und dann sollen wir dort diese, das müsste zu einem Merlin-Rätsel gehören, dann sollen wir hinter den Wasserfall und dann sollen wir das hier so lösen, dass alles nach oben zeigt mit Flipendo. Wäre okay. Sicher interessant zu sehen, schön. Wohin sie führt. Mr. Wuthering, ich kann hören, wie die Inferi die Tana gerufen hat. Näher kommen. Es war mir eine Ehre, als Fluchbrecherin für Gringotts zu arbeiten. Ich hätte merken müssen, dass man Tana nicht mehr trauen kann. Immerhin war sie meine Partnerin. Ich hoffe, Sie vergeben mir, dass ich in dieser Hinsicht versagt habe. Bitte sagen Sie meiner Familie, dass ich im Kampf gefallen bin. Fortina. Und da liegt sie auch wahrscheinlich. Ah ja, der Schatz des verfluchten Grabes. Und hier ist doch auch noch was los, oder? Das ist doch auch noch nicht hier alles. Da kommt ja auch noch was. Da gibt's doch auch noch was. Schaut mal. Na also, da kommen wir nach auf die andere Seite. Und da kommen wir raus. Da kommen wir raus. Aha. Aha. Ja, da haben wir, glaube ich, auch wirklich alles gesammelt. Und können uns jetzt nochmal ganz kurz auf die Karte stürzen. Und schau mal. Ja, jetzt haben wir alle drei berüchtigten Gegner. Wir haben alles in diesem Gebiet durch. Das heißt, wir können in dieses Gebiet reisen und können uns diese Queste wieder genehmigen hier. Genau.
Und da ist auch noch ein Feuer. Ja, das Einzige, was wir nicht haben, ist die hier, ne? Dieses Schatzgewölbe hier. Das haben wir einfach nicht gefunden. Vielleicht hätten wir von dieser Seite hingehen müssen. Keine Ahnung. Ganz merkwürdig. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal dahin. Und dann schauen wir uns die Hauptqueste an, die wir ja heute noch schaffen wollten, weil wir den Frühling herbeirufen wollen. Und das bleibt immer noch mein Ziel. Also ich würde sehr, sehr gerne den Frühling herbeirufen. Ich laufe jetzt mal zu Fuß darüber. Einfach um... Obwohl, eigentlich können wir auch fliegen. Hallo? So. Wenn wir fliegen, können wir nämlich Revedio herbeirufen. Das ist auch gut. Und da ist auf jeden Fall noch eine... Da ist auf jeden Fall noch mal eine Höhle. Ja, die wollen wir uns doch schnappen, die Höhle. Und dann gehen wir jetzt zu der Queste. Also hier ist der Würfel, seht ihr? Da ist der Würfel. Und den müssen wir dahinter bringen. Und da ist auch ein Tierwesen. Hallo? Doch, doch, das ist schon richtig. Die Frage ist nur, wo muss der Würfel jetzt hin? Mach ich mal darüber. Jetzt fällt er da rein. Ist auch nicht das Sinn der Sache, ne? Ich hatte doch da hinten. Ja, da ist die Plattform. Da hinten ist die Plattform. Okay, da muss er hin. Problem ist nur, dass ich ihn jetzt hier nicht herbeirufen kann, ne? Nee. Und wenn wir dahinter schwimmen, dann kann ich ihn auch nicht herbeirufen. Oder? Gut, müssen wir anders machen. Ich stelle mich mal da hinten hin, auf diese Felsen. Wo ist er denn jetzt, der Würfel? Da ist er, oder? Ist er wieder da hinten? Ne, da ist er. Da ist der Würfel. Ja, da haben wir ihn. Hallo? Hoch. Er kommt sehr langsam hoch, aber jetzt kommt er hoch. Nein. Mist. Komm hoch. Komm hoch. Er kommt nicht hoch. Da unten ist er. Okay, ich gehe nochmal auf die andere Seite. Hier können wir uns hinstellen, oder? Ja, hier können wir uns hinstellen. Also müsste von hier aus gehen. Ja, wir haben ihn. Wir haben ihn. Er kommt nur nicht hoch. Das ist das Problem. Komm hoch, komm hoch. Hm. Ach, schaut mal, da ist irgendeine Libelle oder sowas. Also er bewegt sich sehr langsam auf uns zu, aber das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Ich guck mal darüber. Vielleicht von hier aus. Von hier aus kriege ich ihn vielleicht. Oder? Ja, er kommt langsam hoch. Langsam kommt er hoch und jetzt muss ich ihn noch ein Stück hoch. Jawohl. Jetzt müssen wir ihn irgendwie hier erstmal hoch. So. Jetzt haben wir ihn erstmal hier oben. Das ist doch schon mal gut. Und jetzt muss man ihn dahinter bringen. Irgendwie dahinter bringen. So, das ist das Weiteste. Das ist da hinten zumindest schon mal. Das ist schwer. Das ist schwer. So. Kriegen wir ihn von hier aus? Von hier aus müssten wir ihn kriegen. Von hier aus müssten wir ihn kriegen. Ja, wir kriegen ihn. Wir kriegen ihn. Das ist gut. Und jetzt kommt er da drauf. Und dann machen wir den Incendio. Und dann müsste es aufgehen. Ja. Sehr gut. Oh, das war jetzt eine schwere Geburt. Könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Das war eine schwere Geburt, aber wir haben es geschafft. Oh, da war schon ein Feri. Ein Ferus. Da geht's weiter. Ja, hier ist nichts. Doch, da ist was. So, es könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse, hat sie gesagt. Ja, sie ist einfach im Ferus vorbeigelaufen. Das kann man es natürlich auch machen, ne? Wo ist er denn? Fertig ist die Chose. Gut, welche Tierwesen gibt es denn da draußen? Also,
noch so eine Frage. Ah ja, genau, die Jobberknolle. Stimmt, genau. Die sind ein bisschen zu schwierig zu fangen. Die machen wir jetzt mal nicht. Wären es jetzt noch ein paar Knuddelmuffs gewesen, hätten wir uns die natürlich geschnappt. Obwohl, Moment. Vielleicht holen sie uns doch. Ahahaha! Ta-ta-da! Holen sie uns doch. Ruhig. Ich tue das im Moment. Ta-da-da-ta-da! Da war noch einer. Wo ist er denn jetzt hin? Jetzt ist er weg. Okay. Gut, und jetzt geht's hier in die Queste rein. Jetzt bin ich sehr gespannt, was uns hier erwartet. Wir haben 9. Ja, das ist schon noch okay. Das kriegen wir schon hin. Ich hoffe, dass es nicht länger als eine halbe Stunde dauert. Hallo! Das sind sie hier. Ich habe gute Nachrichten. Das ist schön. Wir müssen uns nicht mit Renrocks Anhängern auseinandersetzen. Das sind wirklich gute Nachrichten. Die ja. Schlechte Nachricht ist, dass sie anscheinend die Hüter nicht mehr für Informationen aufspüren müssen. Und jetzt? Hallo, alter Mann, erzähl mal was. Hallo? Hier könnte ein wenig gestutzt werden. Rebellion. Schauen wir uns um. Aha. Incendio. Was haben wir denn da? Ist das ein Inventar? Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Das ist wie eine Krone. Aber vielleicht ist doch was anderes. Sprich mit Professor Fick. Hallo, Professor Fick. Erkennen Sie den Kopf, der dort zu sehen ist? Nein. Natürlich. Sieht wie ein Grabhorn aus. Und die Abdrücke im Boden lassen mich vermuten, dass ein Grabhorn irgendwie den weiteren Weg freigeben wird. Oh, ein Grabhorn fangen, das war cool. Professor Rackham, als er sagte, ich müsse mich mit Bestien verstehen können. Ganz offenbar, ich weiß, dass das letzte einer langen Dynastie von Grabhörnern in der Nähe lebt. Man nennt es den Lord der Küste. Oh, den Lord der Küste. Sie werden ihn hierher bringen müssen. Was dann passiert, kann ich nicht sagen. Ja, das kann keiner sagen. Ich muss ein Grabhorn bezwingen? Haben Sie je ein Grabhorn bezwungen, Professor? Das habe ich. Vor Jahren, ausgerechnet in Stonehenge. Das Ministerium steht dafür immer noch in meiner Schuld. Okay. Es kann natürlich schwierig sein. Schließlich sind sie riesig. Doch es ist nicht unmöglich. Na, da bin meiner ich mal Erfahrung nach werden viele ihrer Zaubersprüche kaum Wirkung entfalten. Sie müssen ihn zermürben. Zermürben. Ich bin bereit. Wenn es sein muss, tue ich es. Hervorragend. Ich kenne diese Gegend gut genug. Wenn Sie die Überreste eines großen Meerestieres sehen, sind Sie richtig. Aha. Professor Rackham stellte klar, dass Sie mit jedem Tierwesen, das Teil des Prozesses ist, allein zurechtkommen müssen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich werde in der Kartenkammer auf Sie warten. Na, da bin ich ja mal gespannt. So, da ist der Professor Fick. Hier gibt es uns nichts mehr, oder? Nee. Und wir sollen jetzt den Lord der Küste suchen. Doch, da gibt es eine Truhe da drüben. Da gibt es eine Truhe. Mitten im Nirgendwo. Merkwürdig. Mitten im Nirgendwo eine Truhe. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Da hinten ist sie. Ich gehe mal dahinter. Revelio. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Also hier ist nämlich nichts. Und eine Truhe ist, ich finde es merkwürdig. So, wir suchen den Lord der Küste. Wir sollen da irgendwie dahinter. Dann würde ich fast sagen, da fliegen wir mal wieder. Wo führt uns das? Führt uns. Das führt uns bis dahinter. Das ist cool. Und dann werde ich auf dem Weg schön mit Revelio alles aufdecken. Und dann wissen wir da auch schon einiges wieder. Revelio. Ich werde jetzt aber keine Nebenquests mehr machen, dafür haben wir heute genug gemacht. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich decke jetzt erstmal hier alles nur auf. Unseren Besen. Da gibt es irgendwie einen schwierigen Gegner da drüben. Das ist das Zeitrennen da rechts, genau, das haben wir aber schon gemacht. Das Wettrennen mit dem Besen. Da hinten gibt es noch einen Altar. Den können wir jetzt im Moment nicht machen, weil es Tag ist. Wäre es Nacht, würde ich kurz landen und den Altar uns anschauen. Aber da es Nacht ist, dann können wir nicht doch.
Das Tag ist so rum. Das Tag ist mache ich es nicht. Weil es ja, untertags nicht geht. Ganz einfach. So, wir sind da runter. Und da sehe ich doch schon Überreste eines großen Meerestieres, oder? Waren da nicht gerade Knochen zu sehen? Doch, schaut mal da links. Das sind Walknochen oder sowas. Und da ist eine Merlin-Queste. Hier muss es sein. Die wir noch nicht erledigt haben, aber die machen wir jetzt auch nicht. Wie gesagt, wir machen jetzt im Moment keine Nebenquesten, wir machen nur Hauptquesten. Wir wollen jetzt endlich mal weiterkommen in der Hauptqueste. Betritt die Höhle des Grabhorns. Also gut, Lord der Küste. Zeige dich. So. Da bin ich ja mal gespannt, was uns da erwartet. Oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Das wird spannend. Die alte Macht schon mal nutzen. Das ist schon nicht schlecht. Bei der Hälfte. Das ist doch schon mal schön. Reicht das schon? Ich glaube nicht. Nein. Wird immer wilder, aber jetzt wird er wahrscheinlich Unterstützung bekommen, oder? Verstärkung. Oder was passiert? Oh, was passiert jetzt? Er verwandelt sich irgendwie. Ich hätte das gerade gerne gesagt. Ach, die Blüte hier. Die ist weg. Die alte Macht ist weg. Wir sollten Tränke nehmen, und zwar zum Beispiel den Fokustrank und den Maximaltrank sollten wir auch nehmen. Das war's vielleicht sogar schon. Das ist ja schön. Oh, unser Besen. Unser Zauberstab. Was ist jetzt los? Knien oder angreifen? Die Knie. Wirst du unser Freund sein? Wir sind doch lieb. Ich brauche deine Hilfe. Ach, der ist aber lieb. Jetzt reiten wir auf dem hin nach Hogwarts. Komm. Kommst du mit? Ja, so ist das richtig. Sehr gut. Und jetzt? Ah, wir haben das Krabbon als Reittier. Kehre mit dem Krabbon zum Denktarium. Zur Denktariumkammer zurück. Das Krabbon verfügt über einen mächtigen Sturmangriff. Der Gegner hat bestimmte Barrikaden großen Schaden zufügt. Halte L2 gedrückt, um ihn auszulösen. Achte auf die Ausdaueranzeige des Krabbons, dass sie beim Angriff verbraucht wird. Cool. Gut, mein lieber Krabhorn-Freund. Okay, langsam. Na also. Kein Grund zur Eile, so, und jetzt mal alles. Pam! Müssen wir jetzt hin links? Haha! Wir haben ein cooles neues Reittier, ein Krabhorn. Wie cool. Niederer. Sehen, wie es dem Lord der Küste gefällt, dass jemand in seine Gegend eindringt. Was stimmt hier? Okay, langsam. Kann ich ihn angreifen? Kann ich ihn angreifen? Nein. Platz hier.
gleich wieder rufen. Schluss mit der Wilderei. So, dann rufe ich dich mal wieder. Hier, genau. Ah, da bist du ja. Ah, ich hätte da oben rum müssen. Wir müssen oben rum. Wir dürfen ihn behalten. Du sollst ha! Ihr könnt uns nichts. Wir sind der Lord der Küste. Sind wir bereit nach dem Lord der Küste? Wir überqueren diese Brücke, ob ihr wollt oder nicht. Die Koboldhelm geklaut. Da, glaube ich. Es wird Zeit, dass ihr verschwindet. Wir hatten doch keine pa. Ihr solltet lieber aus unserem Weg gehen, würde ich sagen. Und das sind nette Leute. Die wollen wir nicht zu Tode trampeln. So, jetzt hier rechts. Dann sind wir gleich da. Ja, da ist es schon. Ist schon durchs Wasser. Öffne mit Hilfe des Krabbots die Kammer. Machen wir doch mal. Beschleunigen im Moment nicht verfügbar. Öffne die Kammer. Ah ja, hier stehen bleiben. Okay. Öffne dich! Ein Krabhorn als Freund. Ist das nicht schön? Müssen wir jetzt wahrscheinlich absteigen, schätze ich. Oder? Ja, wir müssen absteigen. So. Und rein da. Hui. Da gibt es auch schon ein kleines Deckchen. Mit Karaoke-Handschuhe, ne, Karo-Handschuhe. So, hallo, Rätsel. Professor Rackham hatte recht damit, Ihnen zu vertrauen. Natürlich. Meine Erinnerungen sollten sämtliche Fragen über die Kräfte beantworten, die Sie zum Schutz benötigen. Ja, das ist ja danke, erfreulich. Professor Bakar. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Das ist erfreulich, aber wir müssen bestimmt noch den einen oder anderen Gegner hier besiegen. Den einen oder anderen großen Lord, oder großen Wächter, oder? Kein Wächter hier? Oder war das schon der Wächter, der Kampf gegen diesen... Ja, wahrscheinlich war das schon der Wächter, der Kampf gegen diesen Krabhorn. Dann schauen wir uns nochmal die Erinnerung zusammen an. Da bin ich mal gespannt. Hallo? Isidora? Isidora? Oh. Mr. Morgenack, ich...
Mr. Morganach? Sam, gut, dass Sie da sind. Isidora war nicht zu Hause. Ich weiß. Doch Ihr Vater. Oh, Percival. Was hat er? Mir scheint es, ihm wurde nicht nur der Schmerz genommen, sondern alle Gefühle. Alles ist noch schlimmer, als wir befürchtet hatten. Neve hatte recht. Isidora hat weitergemacht. Ich habe gerade erfahren, dass sie die Magie bei Schülern benutzt hat. Wir brauchen die anderen. Wir müssen jetzt zurück zum Gemeinschaftsraum. Verstanden? Was haben Sie getan? Tief einatmen. Schüler, Isidora? Jeder fühlt Schmerz. Und warum? Wegen ihrer Arroganz. Ihrer Geheimniskrämerei. Niemand wird leiden. Nie mehr. Weder mein Vater, noch meine Schüler. Niemand. Isidora, runter mit dem Zauberstab. Professor, Sie lehrten mich, Macht zu nutzen, nicht sie zu verstecken. Das lehrte ich Sie nicht. Expelliarmus! Sie lebt. Hui, okay. Das war aber jetzt schon speziell. Jetzt haben wir doch den magischen Gang gehen. Okay, wo finden wir den da? Dann geht's zurück zur Kartenkammer. Ja, das ist, war ja eine kurze Queste, aber schön, gut. Bin ich gespannt, was Professor Fick dazu sagt, was wir gerade rausgefunden haben. Tja, ernste Angelegenheit hier, ne? Ernste Angelegenheit, hallo? Sprich mit den Hütern, okay. Sprich mit den Hütern. Die Höhlen unter Hogwarts, wo sie gegen Isidora kämpften, befindet sich dort das letzte Behältnis? Ganz recht. Wir konnten die Gefühlsstränge, die Isidora gestohlen hatte, nicht einfach zerstören. Also taten wir alles, um sie sicher zu verwahren. Wir erkannten auch, dass die Magie, die sie erschaffen hatte, ebenfalls eine Gefahr für die Welt der Zauberei war. Also wurden wir Hüter. Hüter eines unermesslichen Geheimnisses. Wir wussten, dass eines Tages jemand mit der Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen, ihrer Macht anheimfallen könnte. Wir schufen die Prüfungen, um diese Person zu uns zu führen, damit sie sich des von uns verborgenen Wissens und der damit einhergehenden Verantwortung als würdig erweisen kann.
Habe ich mich etwa nicht bewährt, Professor? Ich muss das Behältnis vor Renrock erreichen. Das haben und das werden Sie. Doch das Behältnis wird von mächtiger alter Magie geschützt. Um es zu betreten, müssen Sie aus den 4 Artefakten über unseren Denkarien einen speziellen Zauberstab fertigen. Das Behältnis ist also erstmal sicher vor Renrock. Wenn er, wie Sie vermuten, in der Lage ist, die Macht des anderen Behältnisses zu nutzen, könnte er unsere Verteidigung durchbrechen. Dann muss ich diesen Zauberstab herstellen. Vielleicht hilft mir Mr. Ollivander. Noch ein Ollivander? Das überrascht mich nicht. Wie er Ihnen sicher sagen wird, dient dieser Zauberstab nur einem einzigen Zweck. Kehren Sie mit dem Stab zurück und wir machen den Weg frei. Okay, hört sich gut an. Ich schicke Ollivander eine Eule. Während Sie ihn besuchen, spreche ich mit Professor Weasley. Professor Weasley? Ja. Es war möglicherweise eine Fehleinschätzung, ihr nicht früher von Renrocks Absichten zu erzählen. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Wenn Renrock wirklich unter Hogwarts bohren will, brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. In Ordnung, Professor. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen ist gut. So, so. Okay. Damit haben wir Sanbakars Prüfung abgeschlossen. Und haben einen Stufenaufstieg. Das ist ja auch sehr erfreulich. Gut. Ja, den Stufenaufstieg machen wir dann in der nächsten Aufnahme tatsächlich. Und da werden wir auch ein paar Nebenquesten machen. Frage Gerbold Ollivander nach seiner Meinung. Ja, werden wir machen. Das machen wir aber dann nicht in der nächsten, im nächsten Stream. Im nächsten Stream werden wir erstmal ein paar Nebenaufgaben machen. Sebastian hat ja um unsere Hilfe gebeten. Und wie hieß er noch? Ominous hat um unsere Hilfe gebeten. Und da werden wir uns erstmal darum kümmern. Genau. Und dann geht's weiter. Ich bin gespannt, ob Frühling jetzt herrscht. Ob uns das Erledigen dieser Quest auch weitergebracht hat in der Zeit. Ich weiß es nicht. Wir werden es rausbekommen, sobald wir das Schloss verlassen. Im Moment wissen wir es noch nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann gehe ich jetzt erstmal in den Quatschmodus. Bis zur nächsten Aufnahme. Macht's gut.